So, liebe HBW-TV-Zuschauer, wir sind hier nun im Vorraum der Halle, wo es dann in Kürze heißt Hallenöffnung. Die Zuschauer werden in die Halle strömen. Bei mir zwei ganz wichtige Jungs in Vertretung natürlich von mit dem größten Team, das wir hier beim HBW haben, dem Ordnerteam. Ganz, ganz wichtig für den HBW, für die Sicherheit in der Halle und vor allem während dem Spiel natürlich. Kalle, die Frage, wie viel Mann umfasst dein ganzes Team und wie lange vor dem Spiel seid ihr da und was heißt es an Vorbereitung zu treffen für euch? Also insgesamt sind wir 25 Ordner, 23 sind in der Regel im Einsatz, das wird auch gefordert von der HBL. Und Vorbereitungszeit ist im Grunde genommen von meiner Seite aus eine Woche vor Spielbeginn, eine Stunde, anderthalb, je nachdem. Die Ordner kommen in der Regel immer kurz vor Hallenöffnung, das heißt 90 Minuten vor Hallenöffnung. In der Regel sind sie dann 100 Minuten, also 10 Minuten vor Hallenöffnung sind sie hier. Heißt nicht nur Kontrolle der Zuschauer, auch für die Sicherheit während dem Spiel. Auch darüber hinaus die Sicherheit für die Offiziellen des HBL, die Schiedsrichter, die Zeitnehmer und Spielaufsicht zu sorgen. Wie kann man sich das vorstellen? Also im Grunde genommen ist es natürlich so, während des Spiels haben wir auch im Hallenbereich, direkt in den Spielecken sind da die Ordner vor Ort. Dann in Abgängen, die sorgen natürlich jeweils auch in den brennenden Spielen. Es gibt ab und zu mal so ein bisschen ganz heiße Kandidaten von Fans. Da sind dann wir gefragt. Gott sei Dank ist es eigentlich recht selten der Fall. Was wir dann noch zusätzlich machen müssen, ist die Schiedsrichterbetreuung. Schiedsrichterbetreuung geht los. Im Endeffekt, wenn sie zur Halle reinkommen, man spricht mit denen, weist denen praktisch oder geht mit denen in den Raum rein, geht noch kurz einen Kaffee trinken, so ein bisschen Warm-up halt machen. Und dann muss man halt für die Jungs da sein, wenn irgendwelche Sonderwünsche sind. Ab und zu gibt es mal Sonderwünsche. Und in der Regel machen wir dann, in der Halbzeit müssen wir die Schiedsrichter dann vom Feld holen. Das ist ja auch wieder Vorschrift. Und dann nach dem Spiel natürlich auch. Nun heißt es ja hier, Haupteingang, jede Karte zu kontrollieren, jede Dauerkarte, jeden Sitzplatz, jeden Stehplatz, jeder, der in die Halle will, sind 2300 Zuschauer, grob über den Daumen gepeilt. Jede Karte heißt es hier in die Hand zu nehmen. Ihr seid im Team, nervig oder macht es immer noch Spaß? Ja, klar macht es immer noch Spaß. Es ist halt ein riesen Ansturm am Anfang und kurz vorm Spiel ist ein riesen Ansturm und zwischendrin geht es eigentlich. Das heißt, die Halle öffnet. Vor allem wenn schlecht Wetter natürlich, will jeder in die Halle. Wie lange machst du das schon beim HBW? Ach, ich mache das jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Jahre seit Beginn. Also auch schon in der zweiten Liga. Also ich kann es nur noch mal unterstreichen, wie auch schon bei den anderen Teams hier, wird deutlich, dass hier jeder mit Herz und Leib und Seele dabei ist, auch darüber hinaus schon lange beim HBW, Anfangszeiten oder gar schon zurück in die TVW-Zeit, noch aus der Regionalliga-Zeit. Ich danke euch, ihr müsst los, dann heißt in Kürze Hallenöffnung und dann gucken wir, dass wir die Zuschauer sicher und schnell in die Halle lassen. Dankeschön und weiter so.